3, wenn der noch on ist oder so, weil ich weiß ja nicht, wann der aufhört. Der kann ja davon, wenn, der kann ja von diesem YouTube leben, oder von diesem YouTube und Twitchen und Zwitschern und keine Ahnung, wenn der davon leben kann, von der Größe, ich weiß gar nicht, ne, aber wenn der davon leben könnte, wenn ich davon leben kann, wenn ihr mit euren Donations und YouTube mit seiner Kohle und keine Ahnung drumherum, dann würde ich davon auch leben, selbst wenn ich nur noch die Hälfte vom Lebensstandard haben würde, den ich jetzt so habe, ne, nur die Hälfte haben würde, ne, würde ich nur noch das machen, weil es sich einfach geil. Echt, ne? Aber ich glaube, das geht nicht. Dazu muss man zu den oberen, also statistisch gesehen, ich bin wie Marktforscher, also muss zu den oberen, sagen wir mal, 0,5% gehören oder vielleicht 1%. Das ist, also ich bin ungefähr in der Größenordnung von den oberen 4%. Und das reicht definitiv gerade mal eben aus, vielleicht um die Stromrechnung zu bezahlen. Ne? So, okay. Ja, die Creeper sind schlauer als ja, natürlich. Die schlauesten, ja. So, okay, ich mache mir kurz einen Kaffee. Wir sehen uns in 2-3 Minuten. Der Restart dauert ja sowieso ein bisschen. Und diejenigen, die jetzt hier gerade on sind, die können mir einen Gefallen tun, wenn ihr möchtet. Das habt ihr eh nichts anderes zu tun. Hier unten drunter ist so ein Ding, so ein Button, da steht irgendwie voten. Und tut mir einen Gefallen, wenn ihr das hier gut findet, dann votet. Das kostet nämlich erstens nichts. Und zweitens hat es den Vorteil, dass man so eine Rankingliste mal nach oben rutscht. Und vielleicht kommt dann Twitch irgendwann auf den Trichter und fragt mal an, ob wir denn Twitch-Partner werden wollen. Aber dazu müssen wir noch ein bisschen wachsen, das ist noch mal klein. So, er ist schlauer als die meisten anderen YouTuber. Das kann ich, schlauer kann ich nicht. Also, ich sag mal, ich gönn's ja allen. Alle glauben, wir sind intelligent. Ich auch. Die Intelligenz ist das am weitest verbreitetste Gut auf der Welt. Ne? So, aber ich kriege jetzt erstmal Kaffee vor lauter Quatsch, sonst geht's nämlich nicht weiter. So, ja, finde ich ja super, dass obwohl wir im Grunde ein Pausenbild nur haben, 28 Leute immer noch weiter hier bleiben. Auf Deutsch, die sind hier hingekommen und finde es, obwohl es nur ein Pausenbild ist, interessant. Ich weiß nicht, ob ich die Geduld dazu hätte, aber ich finde das total gut. So, der Kaffee muss jetzt mal kalt werden. Auf Deutsch, ich quassel noch eine Runde und dann sehen wir weiter. Ich bin auf den Kopf gefallen, ja, das kann ja sein. Warte mal, also was? Erstmal, wenn du so groß bist, bist du nur noch Abos am Jahr. Nö, überhaupt nicht. Das interessiert mich nicht mit den Abos. Weißt du,
mit dem Abos am Jahr. Nee, das glaube ich nicht, weil nämlich das ist eine Frage der Einstellung. Wenn ich groß werde, ohne Abos zu jagen, dann brauche ich dann keine Abos zu jagen, sondern die kommen dann, weil der Sinn da ist oder es entfällt alles. Ne? Das heißt, du bist nicht mehr frei. Ja, das ist eine Frage. Ich kann es mir leisten, frei zu sein. Die Bitte lebt davon, ich würde nicht mit ihm tauschen wollen. Na gut, das ist natürlich eine Frage. Da muss man dann, also das lasse ich mal einfach auf mich zukommen. Ja gut, ich meine, wenn du 5.000 Euro im Monat, sagen wir, über YouTube verdient hast oder 3.000, ja, dann arbeitest du Vollzeit. Das ist wie in einem normalen Job, weil, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, auch, ob du im Lebensmitteleinzelhandel deine 1.800 kriegst, wenn du Glück hast, oder ob du an der Maschinenbank irgendwo arbeitest und deine 1.500 kriegst oder so, das ist Arbeit. Und das ist bei YouTube und bei wie heißt das hier, Twitch, das ist auch Arbeit. Da muss man Disziplin haben. Aber ich meine, das gehört dazu. Das ist nicht nur Spiel. Aber es ist eine interessante Art von Arbeit, die ganz, ganz anders ist. Ne? So, ich bin auf dem Kopf, weil, okay, genau. So, jetzt bauen wir mal hier weiter. Also mein Gedanke ist folgender. Diese komischen Endoflames, die haben wir in der Mitte und dann haben wir Reichweite von 3 oder von 3 aus Reichweite zu den Dingen. Bedeutet, wir machen jetzt folgendes. Das wäre der mittlere 1, 2. Ich zeige euch meine Idee, dann könnt ihr gucken, ob ihr die gut findet. Weil ich nämlich der Meinung bin, dass sie gut ist, aber ich kann mich natürlich auch irren, denn ich bin da auch noch auf den Kopf gefallen. So, ich würde jetzt gerne hier, seht also jetzt aber ohne diese beiden hier unten, die sind natürlich, die gehören jetzt nicht dazu. So, also, wenn ich jetzt hier auf dieses Ding Endoflames stelle und davon einen Turm baue bis in eine Bauhöhe und in der Mitte lasse ich immer Kohle runterfallen oder irgendwie sowas, dann ist die Kohle ja immer dann da, wo die gerade die Endoflames frei haben. Wenn die da nicht ist, dann fällt die ein tiefer. Wenn die Endoflames alle saturiert sind, dann fällt die ja weiter. Und damit die also nicht beliebig weiterfällt, einfach runter durchfällt, dann ist das natürlich Quatsch. Ich denke mal, ich werde da sagen, mal so alle, was ich, alle 2, 3, 5, muss man mal ausprobieren, so ein Spinnennetz reinbauen. Und dann fällt das auf das Spinnennetz, also fällt das ganz langsam, dann können die umgebenden Endoflames sich davon bedienen und dann, wenn es nicht bedient ist, fällt das wieder weiter. Also hatte ich mir das jetzt überlegt. Also ob das gut ist, weiß ich nicht. Und da muss man natürlich diese Mana-Spreader-Ding auch noch haben, aber die haben eine Reichweite von 6, glaube ich. 6 heißt 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich den jetzt hier hinstelle, kann er das Ding mitnehmen. Das heißt, hier hinten kommt ein Turm mit Mana-Spreadern hin. Und hier unten kommt dann irgendwie, muss man mal sehen, drumherum kann man immer noch bauen. Ne? So hatte ich mir das jetzt überlegt. Wenn ihr jetzt nichts dagegen sagt, mache ich das so. Ja. Das heißt, wenn da jetzt Endoflames drauf kommen würden, würde die nächste Ebene direkt ein höher sein, nämlich hier. Das heißt, hier würde ich jetzt quasi dasselbe nochmal bauen. Und dann, wie gesagt, wieder unter der Baugrenze, so weit man kommt. Ey, da schießt einer auf mich. Aber pass mal auf. Jetzt habe ich extra schon hier dafür gesorgt. Wo kommt denn dieser scheiß Baum her? Wo kommt dieser scheiß Baum her? Das ist ein Gummibaum. Guck mal hier. Oder? Das ist ein Rubber Tree. Boah, den muss ich abbauen. Echt? Aber gut, okay, habe ich eine Menge Holz. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass so ein Riesending da ist. Aber was soll's. Das gefällt mir deswegen nicht, weil da zu viel Schatten hier ist. Aber ich kann es ja jetzt erstmal nicht ändern. Jetzt will ich hier erstmal weiter bauen, dass ich diesen Ring hier noch fertig kriege, damit ihr seht, was ich meine. Ja, genau nicht. So, guck mal hier. Wenn ich jetzt, habe ich hier ganz oben eine, fällt das durch und durch und durch. Aber ich muss die ganzen Endoflames bauen. Das heißt, ich muss da jetzt schon mal eine ziemlich zackige Maschine bauen. Wahrscheinlich mit einem Aquarius Accumulator und so einem komischen Apothecary-Ding. Und dann muss man mal gucken, das werde ich mit der Hand machen. So, ja, weiß ich nicht, wie viel das dann sind.
um Mana, Mana, Mana. Und warum will ich so viel Mana haben? Warum will ich so viel Mana haben? Ganz einfach, weil ich Mana-Stil herstellen will. Und davon viel. Sehr viel. Warum? Weil ich möchte auf dem Server hier der Reichste sein. Und im Augenblick haben wir hier Folgendes. Wie heißt das? Balance Top. Balance Top. Gibt es hier einen, der hat 30.000, ein anderer 30.000 und keine Ahnung. Also jedenfalls, die sind alle noch unter 100.000. Ne? Und ich sag mal, das ist ja nur keine Aufgabe, eine Maschine zu entwickeln, die ziemlich schnell, ziemlich viel produziert. Aber das ist natürlich hier, das ist nicht sehr nett von ihm gewesen, dass der hier so einen Riesenbaum hingesetzt hat, aber was soll's. Ich müsste mal den Harvester hier hinstellen, das Ding abbauen. Heißt für mich jetzt muss ich erstmal diesen, ich hab doch so eine Crafting-Dose bei, genau. Ey, komm her. Da mache ich jetzt immer so eine Station raus, das habe ich am einfachsten. Da steht hier mal einfach irgendwo hin, hier ist ja ganz egal. Und da muss ich jetzt erstmal diese Crafting-Dinger bauen. Warte mal, das geht doch hier mit solchen Slabs irgendwie. Ja, da folgt uns einer. Mi 95 folgt uns. Das finde ich eine gute Idee. So, besten Dank dafür. Warte, wie war das noch? Ich glaube, das geht so. So, 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 so und so. Oder so ähnlich. Warte mal, oder hier. Nee, warte mal, wie war denn das? Ist das hier oben? Wie war denn das? Fucking, so ähnlich ist das doch. Ich muss mal gucken. Botania, komm her. Ach so, da muss man so ein, ja, das wäre ja auch, okay, alles klar. Das heißt, jetzt müssen wir mal hier so eins von diesen, von den Mitbringseln da, umwandeln in so ein komisches Teil hier. Ah ne, das muss ich gar nicht umwandeln, das kann man ja direkt da reinbauen, so. Oh, hier, guck mal, so, da haben wir so ein Ding. So war das, okay. Hi. Ja, man wird sehen, also ich muss mal, also wenn ich das nicht werde, dann werde ich der zweitreichste oder drittreichste, ist mir egal, ne? Auf jeden Fall will ich eine Maschine haben, die flott ist. So, ja, die haben ja schon Vorsprung, das zählt ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich müssen die alle bei Null anfangen. Oder sagen wir so, weil ich habe nämlich gestern mal getestet, und vorhin auch, weil ich habe $15.19 habe ich jetzt, ne? Dann ist es eine Das müssen wir erstmal dieses Ding hier hinstellen. Das Problem ist, ich würde das gerne automatisch machen. Irgendwie Auto. Komm her, Creeper, komm her, komm hier. Ja, genau. Nein, du musst doch jetzt, also ich verstehe dich da nicht. Creeper, du musst einfach mal begreifen, dass du erstens nicht sterben sollst. Und zweitens dein ja, aber nicht sterben. Nein, nicht sterben. Nicht sterben. Nein, nicht sterben. Jetzt sterben. Genau. Und mir dann Sprengstoff geben. So, was muss ich nämlich herstellen? Sulfur, habe ich keinen Bock drauf. Was? Enidini, hi. Pyre, du hast ja die Nachricht oben von mir extra nicht gelesen, da du ja eigentlich ein Intermin. Ich habe deine Nachricht gar nicht gelesen, Enidini. Ich weiß bis jetzt in dieser Sekunde gar nicht, dass du da bist. Aber herzlich willkommen auch, was auch immer du da jemals geschrieben hast. Das ist Modpack Hosenkorb, so heißt das. Oder Hosenkorb oder irgendwie sowas. Also jeden Korb, wo eine Hose drin ist. Ne? Statt Schlüpfer. So, wenn ich irgendwas nicht lese, Leute, ja, dann liegt das daran, dass ich hier spiele und natürlich nicht immer überall präsent bin. Wenn wir den automatisch haben wollen, dann müssten wir, da steht ja schon Scheiße. Na, vielleicht auch nicht.
Na doch, der steht dann scheiße. Dann